Ja, moin Leute und willkommen zu diesem Video. Heute geht es am 2.13 darum, hinten Koppelstangen zu tauschen. Dafür muss, wie ihr auch vielleicht schon seht, der Stoßdämpfer raus. Video ist in der Infobox verlinkt. Und dann, ich sage erstmal rein, haben wir hier oben. Hier muss man nachher gegenhalten, das ist aber rein vulkanisiert. Da wird man mal gegenhalten müssen. 22er Maulschlüssel, 50er Torx von hinten, unten. Von dieser Seite 13er Nuss. Moment, ihr müsst da mal rein. Die 13er Nuss, auf der anderen Seite E12 Außentorx. Und tut euch einen Gefallen, baut sie nachher andersrum wieder ein, weil es ist hier nach vorne total der Achslenker am Weg und man kommt da kaum ran. Gucken wir mal. Jetzt müssen wir etwas einfedern mit dem Wagenheber, den wir ja sowieso drunter haben, weil wir einen Stoßdämpfer ausgebaut haben. Damit wir auf dieser Seite die Nuss vernünftig ansetzen können. Ich stecke die Schraube noch mal rein unten, weil ich sonst hier oben nicht arbeiten kann. So, nach ein wenig Kampf und Unterstützung von Flo haben wir es oben losgekriegt. Das ist wirklich ein ganz doofes Patent, muss ich mal so sagen. Jetzt können wir unten auch rausnehmen. Ja. Also man muss halt hier gegenhalten. Ja, nicht schön, aber selten. So, das ist die Schraube, die oben drin steckt. Da habe ich das Gewinde jetzt schon einmal, also mir einmal mit dem Schneideisen drüber einmal geputzt, dass das gleich alles schön leicht geht. So, Einbau der Koppelstange erfolgt natürlich logischerweise umgekehrte Reihenfolge. Wir haben hier die neue. Wie gesagt, nur, was ich euch empfehle, die Schraube unten von der anderen Seite von hinten reingesteckt. Von hinten reinstecken ist immer schöner. Loctite bitte! Davon müssen wir aber jetzt gleich nochmal den Wagen über neu ansetzen. Denn wir müssen den jetzt einmal so ungefähr so weit einfedern, dass er im also hier auf der Straße stehen würde. Das machen wir jetzt mal eben. So, also ich habe jetzt schon mal vergessen, das eben zu zeigen. Ich habe das jetzt auf dieser Seite mit Drehmoment angezogen. Ja, dass es im eingefederten Zustand sein muss, habe ich ja schon gesagt. Ja, also alles mit Drehmoment angezogen. Es sind beides Dehnschrauben. Sie bekommen beide einen Drehwinkel beim Anziehen. Von dem her solltet ihr die erneuern. Ja, ich würde sagen, andere Seite kann ich auch ohne euch machen. Passt schon. Und dann war es das mit dem Video und ich wünsche wie immer viel Spaß beim Schrauben. Tschüss.